Hey Leute, was geht? Data von Idealdanish hier. So, man hatte mich zum Speedart von dem Laserschwert mal gefragt, wie ich das denn mache und sollte mal ein Tutorial dazu machen. Eigentlich hatte ich schon ein Tutorial gemacht, wie man Lichtschwert erstellt. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr hier aufs Thumbnail klickt. Weil im Endeffekt ist es dasselbe, was ich damals gemacht habe. Nur einige kleine Sonderheiten und deswegen gebe ich mal so ein kleines, sag ich mal, so eine Zusammenfassung von den ganzen Zeugs hier, was ich denn verändert habe, im Gegensatz zum anderen Tutorial, das ich gemacht habe. So, die erste große Veränderung war, wenn wir hier die Klinge mal ausmachen, seht ihr, das hat so eine Einkerbung quasi. Also so eine, löschen wir mal das obere Teil mehr, hat quasi so ein abgeschnittenes Ding. Und das zeige ich euch mal, wie ihr das macht. Das habe ich also auch von vergangenen Tutorials mal erklärt, wie man das Bool-Tool benutzt. Und zwar, wir erstellen jetzt mal irgendwas, quasi eine Kapsel hatten wir. Die drehe ich mal so um 90 Grad, dass man es sehen kann. Und ziehe die mal ein bisschen weiter raus. Mach die auch mal ein bisschen höher und ein bisschen kleiner. Ich denke so, ja, okay, fein. Muss ja nicht genau, muss ja nicht lang sein. So, dann hatte ich ein Bulldog genommen. Und jetzt müssen wir es ausschneiden. Deswegen, ich hatte jetzt einen Zylinder nochmal genommen. Und nochmal 90 Grad drehen. Na? Auch natürlich in mein Objekt Modus gehen und das Ding mal um 90 Grad hingezogen, ein bisschen kleiner, und ich hatte es mir mal so justiert, dass es halt ungefähr passt. Also das könnte gut hinkommen, deswegen machen wir das mal so und wir packen einfach beides in den Bool-Tool rein. Na? Ja, okay, so ist es. Genau, jetzt hat er aus dem Zylinder raus, aus der Kappe raus, hat er den Zylinder ausgeschnitten gehabt. Und jetzt hatte ich das einfach nur ganz blöd kopiert. STRGC und STRGV. Und ich hatte das Ganze gedreht. Um 90 Grad. Oder 180 Grad. Und auch ein bisschen weiter nach oben, weil es jetzt unten ist. Und es dann zusammengefügt, so gut ich konnte. So. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist es halt auch gleich. Da habt ihr auch diese Bubbel und da jetzt letztendlich auch. Und dann hatte ich eigentlich ganz kurz eine Kapsel genommen. Und die dann auch etwas kleiner gezogen. Wieder einmal gedreht und lang gezogen und eigentlich nur da reingesteckt, dass es dann quasi so eine Klinge halt ist. So, das könnt ihr jetzt noch ein bisschen kleiner schieben, wie ihr möchtet. So, soweit dazu. Löschen wir das Ganze viermal. Der Rest ist eigentlich relativ simpel quasi. Ich hatte jetzt hier nur einen normalen Würfel genommen. Da seht ihr, Würfel on off rechts, hatte halt die Rundungen eingestellt. Also wenn ihr keine Rundung habt, habt ihr so einen Würfel mit scharfen Kanten. Hat dann eine Rundungen. Könnt ihr dann sagen, was für Rundungen, wie ihr das wollt. Wie oft ihr so gerundet haben wollt und sowas. Das hatte ich da einfach nur kopiert. Die andere Besonderheit war noch, und zwar, das kann man jetzt nicht sehen, weil blöderweise hatte ich das dieselbe Farbe genommen, was eigentlich auch ein bisschen arschlos war. Aber hatte ich hier dieses Edi-Symbol genommen. Und zwar, das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr einfach nur mal auf Google geht. Und ich hatte mal Edi Symbol eingegeben, dann auf Bilder, da habt ihr das eigentlich schon. Und ich hatte das hier, glaube ich, mit Kreis, ne?
Ja, mit Kreis genommen. Quasi das hier zum Beispiel. Oder könnt ihr also aussuchen, vielleicht findet ihr was groß auflösendes, weil hier steht ja Auflösung 250x250. Und das auch wieder, vielleicht findet ihr eins in HD oder sowas. Dementsprechend ist es halt größer und ihr könnt es halt benutzen als Boden zum Beispiel. So wie ich es genommen habe. Auf jeden Fall hatte ich das halt einfach mal gegoogelt, dann hatte ich mir das gespeichert. Und dann hatte ich mir, wo haben wir es hier? Dann hatte ich mir das in Illustrator geöffnet. Jetzt machen wir es mal. Da haben wir es. Und na gut, das ist jetzt. Ne, das ist ein gutes Beispiel. Super, genau. Also das ist das Bild, was ihr bekommt, weil wenn ihr mich weiter reinzoomt, dann seht ihr, das ist verpixelt irgendwann. Ist ja klar, weil ein Bild irgendwann halt mal verpixelt. Und das wollt ihr halt importiert haben nach Cinema 4D, aber so ein Pixelbild kann er halt nicht machen. Quasi Pixelgrafik wird es genannt. Deswegen wollen wir das als, sage ich mal, Splines haben. Und deshalb vektorisieren wir dies. Also wenn wir als Illustrator sind, gehen wir auf Bild zeichnen. Und dann nimmt das ganze Bild und zeichnet es nach. Das dauert ein bisschen. Und dann habt ihr es nachgezeichnet. Das heißt, wenn ihr jetzt ranzoomt, könnt ihr so weit ranzoomen, wie ihr wollt. Das wird halt, bleibt halt scharf. Und das liegt daran, weil einfach die Ecken einfach splined sind und keine Pixel mehr. Dann geht ihr hier unter Datei, geht auf Speichern unter, speichert das dann unter was ihr haben wollt. Ich habe es ja schon gespeichert. Ja, ich ersetze mal. Dann müsst ihr jetzt hier hinschauen, kommt drauf an, welche Version ihr habt. Ich habe halt die CC jetzt aus diesen Adobe, was man so halt dieser Cloud, die man momentan ja updaten kann. Und ihr müsstet auf Illustrator 8 gehen. Wenn ihr DR12 habt, wenn ihr eine höhere Version habt von Cinema 4D, mag sein, dass er die akzeptiert. Von Illustrator habe ich keine Ahnung. Allerdings, wenn ihr DR12 habt, solltet ihr auf Illustrator 8 umwechseln und dann einfach OK drücken. Jo. So, dann gehen wir wieder zurück. Dann nehmen wir die Datei mal und ziehen die rein. Zup. Jetzt haben wir die reingezogen. Jetzt sind wir halt in einem Projekt drin. Das ist eigentlich aber wurscht, weil das ziehen wir gleich rüber. Also, jetzt aber ganz kurz, weil er hat das ganze Bild ja vektorisiert, also das heißt auf die Kanten, damit ist ja kein Problem, deswegen wählen wir mit den Kanten aus, entweder wir klicken sofort drauf und gehen auf Entfernen, oder aber wir öffnen hier diese Pfade und dann können wir uns da durchklicken, was aber jetzt irgendwie witzlos ist. Deswegen mache ich das hier rüber. Wähle ich an, das sind immer jeweils zwei und habe somit das Symbol. Dann extrudieren wir es kurz, und zwar wir gehen hier auf unser Zeug, wählen dann den Extrude-Namen aus und ziehen dann den Ordner hier rein. Gehen dann, weil ihr noch nicht sehen könnt, weil es mehrere Ebenen sind, also mehrere Splines sind, die ihr extrudiert haben möchte, gehen wir hier auf Hierarchie. Weil sonst will er nur eins immer quasi eins extrudieren, aber wir wollen ja nicht eins, sondern wir wollen ja alle haben, deshalb hier auf Hierarchie, weil dementsprechend ordnet er die anderen Splines dann alle dem runter, die halt noch kommen. Und das ist schon mal gut so. Dann wählen wir alles mal aus, drücken STRGC, dann gehen wir auf unser Fenster und gehen auf Lichtschwert, die andere Datei, die wir haben, und drücken einfach STRGV und dann haben wir es irgendwo eingefügt, da oben. Jetzt wollen wir das dann auch positionieren und so, diesen ganzen Kram.
Ach ja, und wenn ihr das Problem habt, dass es halt so wie ich, hier ist das Objekt und hier die Achse, dann könnt ihr hier einfach drauf gehen auf dieses Symbol und dann verschiebt ihr einfach nur mal die Achse dahin, wo sie hingehört. So, und dann gehen wir zurück und verschieben dann das ganze Objekt. Na. So, ich hoffe, es ist korrekt. So, dann wollen wir es noch skalieren. Auf die richtige Größe. Wollen wir dann noch drehen? So, runterziehen. Drehen wir dann, damit ihr sehen könnt. Das wollen wir jetzt, das wollen wir jetzt um 90 Grad drehen. Das heißt, wir geben hier 90 ein und haben das quasi um 90 Grad gedreht. Jetzt wollen wir das natürlich noch ein bisschen kleiner ziehen. Ich denke, das ist okay. Ja, es ist okay. Ja, es ist ein bisschen größer als gut. Und wenn ihr das ein bisschen mehr extrudiert haben wollt, dann wählen wir uns einfach das Extrudnap an und gehen hier auf Verschiebung und könnt ihr dann je nachdem die Breite verschieben, wie ihr wollt. Ich tendiere dazu, das ein bisschen breiter zu machen, weil da das ja rund ist quasi, fällt es dann nicht so auf, wenn es dann einfach ein bisschen mehr drin ist im Schwert, so kann man halt sagen. Gut, das Ding ist halt so weit, so das sticht halt so hervor, dass es halt die ganze Wölbung umgibt. Weil wenn wir das halt nur wenig extrudiert haben, dann wäre es ja quasi, dass es da drauf liegt. Das liegt zwar hier oben drauf, aber an der Seite liegt es nicht drauf. Das wäre ja doof. Dementsprechend machen wir das ein bisschen breiter. So, das habe ich dann einfach nur mal kopiert. STLGC, STLV. Und rübergezogen. Ich mache das nicht so genau, weil ansonsten sitze ich da wieder lange dran. Und wir wollen das drehen um genau die Achse. Das heißt, wir geben hier wieder ein. Gehen wir unten ein, 180 Grad. Oder auch nicht. Ah ja, okay, mein Lichtschwert ist jetzt ein bisschen schief, deshalb kann ich mich nicht genau orientieren. Aber ihr dreht es einfach so nach Augenmaß. Also entweder euer. Also ich hatte es so gemacht, als ich es erstellt habe, habe ich alles so belassen und nichts groß verschoben von Achsen her, damit ich halt immer die gleichen Koordinaten treffe. Ansonsten kann man da, hat man da keinen Durchblick mehr irgendwann. Das hatte ich dann so auch hier wieder drauf getan. So, dann war noch das einzigste, war hier noch so ein kleines Griff quasi, weil wenn ich den jetzt lösche, seht ihr, habt ihr hier so, das sieht nicht so toll aus, weil das hier ist einfach nur eine Stange, die halt durchgeschoben ist. Wenn ich die jetzt mal hoch, ist einfach nur ein Zylinder, den ich da drin habe. So. Aber ganz kurz, hier, das ist einfach nur eine Röhre. Also lösche ich mal. Nehme hier mal eine Röhre. Und drehe die mal um 90 Grad. Na okay. Gut, aber dreh die halt mal so, dass es ungefähr passt. Und dann hatte ich mir das einfach mal ein bisschen klein gezogen. Und dann halt noch angepasst. Aber gut, jetzt da halt die Koordinaten ein bisschen verschoben habe, ist halt nicht mehr passend. Aber so im Endeffekt müsst ihr das ungefähr vorstellen. So, hatte ich mir das dann hingezogen, wie es halt passend ist. Und dann hatte ich einfach nur Runden reingemacht. Könnt ihr aussuchen. Ich hatte so ein paar, dass es ein bisschen gerundet ist. So, das hatte ich dann genommen, hatte ich dann wieder kopiert,
STRG C, STRG V und einfach auf die andere Seite gepackt. Und so sah es dann letztendlich aus. So, dann war noch ganz kurz, ach ja, das Einzige noch, also die waren ja klar, das sind eigentlich nur Würfel, also On-Off-Buttons, das sind aber nur Würfel, wie ihr sehen könnt. Hab hier On-Off links, mache ich mal kurz Rundung raus, seht ihr, sind quasi ganz normal Würfel, habe ich nur Runden reingemacht und dann könnt ihr euch halt die Segmente auswählen und die Rundungen, wie ihr die gerne haben wollt. Aber kein Hexenwerk. Dann war noch, hatte ich hier noch so einen Streifen gemacht, wenn ihr hier auf euer Polygonwerkzeug geht, weil ich hatte es extrudiert gehabt, seht ihr, ich hatte einfach nur einen Ring ausgewählt und so ein bisschen extrudiert. Das können wir auch kurz machen, und zwar wenn wir, also wir wählen uns unser an, was wir halt extrudieren wollen. Und wählen auch noch mal kurz, ja, nicht zu nennen, auch noch die Unterseite aus. Jetzt ist die Frage, wo hatte ich die abgespeichert gehabt? Also das ist die eine Seite und die andere Seite ist da oben. Ah, okay, fein. Also ich hatte mir es auf jeden Fall so gemacht, dass ich beide Seiten ausgewählt habe. Also jetzt habe ich hier von Bool-Tool die erste Kapsel und dann die zweite Kapsel. Ja, ist das? Nee, okay, ist die andere Seite. Rechts, nee, links ist das, müsste es sein. Also, Spitze, Bool, Spitze, Bool. Dann müsste es hier sein. Spitze, Bool, müsste es dann hier sein. Aha. Also, haben wir das hier oben? Ah, da oben, okay. Und da, okay, also nehmen wir das hier und das hier. Entschuldigung. So, dann haben wir beide ausgewählt. Wir drücken dann C, also ich habe jetzt bei mir schon C, deshalb muss ich das nicht mehr editieren, also dafür das halt editieren können. Dann müssen wir unser Polygonwerkzeug, damit wir halt die Polygone auswählen können. Und habe hier bei Selektion die Loop-Selektion gemacht. Und habe mir einfach beispielsweise das hier ausgesucht. Und dann STRG gedrückt und das hier ausgesucht. Also dann Shift gedrückt halten, damit ihr beide ausgewählt habt. Dann rechte Maustaste, extrudieren. Und jetzt, ohne jetzt einen großen Wert einzugeben, könnt ihr einfach nur auf euren Bildschirm klicken, gedrückt halten und dann die Maus bewegen, wie ihr wollt. Und so ist es am besten, weil dann könnt ihr halt ein bisschen sehen, okay. Wie groß will ich das denn haben? Ich hatte das nur minimal gemacht. Quasi sowas. Und dann bin ich auf die Selektion gegangen und habe die eingefroren. Selektion einfrieren. Dann erscheint da so ein Dreieck. Bei mir war es ja schon da, aber deswegen ist bei euch ein Dreieck. Auf der anderen Seite dann genauso. Die andere Sache, die mir gerade eingefallen ist, und zwar, ich habe das leider jetzt nicht mehr genau vor Augen, die genauen Daten. Allerdings, wenn ihr jetzt einen Zylinder, eine Kapsel macht, die hat nicht unbedingt die genauen Polygonanzahl, glaube ich. Oder hat sie es doch sogar? Na gut, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass es sein kann, dass wenn ihr beispielsweise hier rauf geht, dass es halt meins halt ist, mehr Polygone habt. Und wenn ihr jetzt so wenig Polygone habt, dann könnt ihr halt vielleicht nicht unbedingt das auswählen, was ihr auswählen wollt, beziehungsweise euer, sag ich mal, was ihr extrudieren wollt, ist dann zu groß. Dementsprechend hatte ich dann einfach die Segmente, je nachdem, hochgestellt. Umfang ist eigentlich egal, aber zumindest die Segmente in der Höhe hatte ich halt verstellt. So, dass es halt, wie ihr das halt haben wollt. Habe wie gesagt die ganzen Daten jetzt durch den Kopf. Aber spielt einfach rum. So, dann hatte ich es extrudiert gehabt und jetzt hatte ich das alles in der Farbe gegeben. Jetzt ist es halt ein bisschen tricky, die einzige Sache, und zwar, wie ihr gerade schon sehen könnt, ich lösche einfach mal das Gold raus. Na, obwohl.
lösche nicht die Textur raus, sondern einfach nur, ich gehe hier und lösche das mal alles raus. Das Gold. Ja. So, und ja, letztendlich macht ihr auch irgendwie eine Textur. Ich hatte das gemacht, wie ihr vielleicht sehen könnt, im Speedart hatte das so eine raue Oberfläche. Quasi, ich habe einfach nur bei Farbe, hatte ich so ein Gold Materie mit so ein Material genommen, so ein Gold Farbe. Dann hatte ich noch Spiegelung, damit es halt schön spiegelt. Und der Grund, warum es so, sage ich mal, so Unebenheiten sind, und zwar ich bin unter Relief gegangen, weil Relief zeigt letztendlich an, wie, also Unebenheiten, die da halt drin sind. Dementsprechend hatte ich mir irgendwie irgendwas genommen, eine Textur quasi, also das hatte ich schon drauf, müsst ihr euch irgendwas aussuchen, ist eigentlich egal. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt ganz verschiedene, wir können jetzt mal auch ein Metall nehmen. Letztendlich nennen sie es halt ein bisschen mehr, weil es halt mehr Textur drauf. Müsst halt einfach, was euch einfach gefällt. Wenn ihr natürlich so ein glattes Ding nehmt, ist es halt nicht mehr, nicht so viel. Deshalb solltet ihr darauf achten, dass es sehr rau aussieht. Aber im Endeffekt ist es halt egal. So, dann könnt ihr auch noch hier einstellen bei der Stärke, wie stark das sein soll. Also wenn ihr auf 100% geht, ist es natürlich total extrem krass. Was nicht überall gut aussieht, meistens sieht es ganz gut aus, aber halt nicht überall. Und wenn ihr jetzt weiter Richtung 0 geht oder sogar Minus, bei Minus, dann ist es halt andersrum. Also nicht nach außen, sondern nach innen. Das hatte ich dann genommen. So, dann hatte ich das noch, das ist auch noch relativ anders. Und zwar, wenn ich das jetzt hier das Ding jetzt hier, auf die Kapsel, dann ist alles dementsprechend auch, was ich extrudiert habe. Daher hatte ich die eingefroren, deshalb, wenn ihr hier Doppelklick drauf drückt, was ihr hier ja ausgewählt habt, also was ihr eingefroren habt, Doppelklick auf dieses Dreieck, dann markiert ihr automatisch euer extrudiertes Zeug und könnt eine andere Textur nehmen. Ich hatte jetzt einfach hier was genommen, das packt einfach drauf. Das hatte ich eigentlich nur, hatte ich auch wieder Relief irgendwas genommen, was mir halt zugesagt hat. Ich fand das jetzt, muss ich gestehen, nicht unbedingt so toll, ich hätte gern anders genommen, aber ja, könnt ihr einfach gucken, ihr könnt auch mal googeln nach Metall, Metall ist immer gut, das ist egal wie es aussieht. Naja, und eine Sache noch bei dem Gold, ist auch noch ganz wichtig, um das halt so Gold zu kriegen, bei Glanzlicht müsst ihr ein bisschen rumspielen. Also am Anfang ist es bei euch auf Plastik eingestellt, so wie halt, wie ihr euch vorstellen könnt, Plastik sieht halt ein bisschen nicht so edel aus, sag ich mal, das heißt nicht so dunkel, nicht so glänzend. Und das stellt einfach auf Metall. Wenn ihr das so einstellt auf Metall, ist es erstmal ganz dunkel. Und dann müsst ihr hier einfach rumspielen, was einfach gefällt. Ich hatte das halt jetzt voll auf Max gestellt. Wenn ihr es die Breite einstellt, dann wird es halt mehr dunkler. Wenn ihr es halt nur stellt, wenn ihr es 100 stellt, ist es halt ein bisschen mehr heller. Ich hatte das halt so als Mittelding gemacht. Und dementsprechend die Abnahme seht ihr dann auch, dass es halt einfach mehr Licht aufnimmt oder weniger. Das hatte ich dann auch so auf Mittel. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, der Boden auch noch. Der ist auch ganz interessant gemacht. Allerdings, ganz kurz noch zu euren Lichtschwert, also zu eurer linken Klinge. Die macht ihr sowieso, also wie ich im Tutorial erwähnt hatte, im anderen, macht ihr das, bearbeitet ihr jetzt selber entweder auf GIMP oder Photoshop. Ich habe halt damals GIMP genommen, weil damit kenne ich mich aus. Allerdings ist es wichtig, dass ihr schon mal so ein bisschen vorarbeitet. Das heißt, wir rendern das mal ganz kurz. Dauert ein bisschen. So, also wie ihr sehen könnt, ist die Klinge ein bisschen durchsichtig und nicht so toll. Aber das verändern wir eh später in GIMP oder in Photoshop, so wie ich erklärt hatte damals.
Was allerdings wichtig ist, dass ihr das hinbekommen solltet, dass es halt so ein bisschen scheint, entweder scheint oder auch spiegelt, wenn ihr dementsprechend einen Boden habt, der spiegelt. Das sieht halt immer ganz cool aus, weil es ist halt und wenn ihr das jetzt extra machen müsst, nochmal im anderen Programm, wenn ihr das halt hier machen könnt. Und dementsprechend solltet ihr einfach darauf achten. Ganz kurz, ihr könnt ihr auch sehen, jetzt nochmal die Goldtextur ist natürlich jetzt ein bisschen krass, aber so wäre das halt, wenn ihr Metall auswählt als Relief. So, dementsprechend, wenn ihr jetzt hier auf den aufs Blade geht, auf die Klinge, ich hatte das einfach genommen, die Farbe hatte ich in ganz gelb, alles gelb praktisch, leuchtengelb, Nebel hatte ich angemacht, weil wenn ihr keinen Nebel habt, dann habt ihr nicht das Weiße, was da drin ist, das müsst ihr jetzt nicht haben, aber hatte ich mal. Glanzdicht, das ist halt sehr quasi nicht unbedingt leuchtet, aber das ist halt einfach so ein bisschen glänzt. Und leuchten, glühen, das ist halt so eine so ein Kranz, so ein Leuchtkranz bildet. Das ist Werkeinstellung sind es 500. 500 finde ich ein bisschen krass, deswegen stelle ich das immer auf 100 ein. So, haben wir das. Dann das letzte ist der Boden. Ja, da war ich ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. Im Endeffekt, also im Prinzip ist es nur. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich den Boden hier habe, wo haben wir den? Die löschen wir ganz kurz. Das mit Licht, ich hatte einfach zwei Scheinwerfer genommen. Auch nichts viel rumgearbeitet an Scheinwerfern. Ich hatte nur zwei Scheinwerfer. Könnt ihr euch selbst machen. Aber auf jeden Fall zum Boden hatte ich mir eine Ebene genommen. Machen wir die Ebene. Die Ebene könnt ihr jetzt skalieren. Was ich nämlich ganz cool fand, war, ich hatte. Also machen wir mal etwas größer hier. Ja, gut, das ist jetzt egal, ich will es nicht genau sein. Ziehen wir nur runter. Ich hatte eigentlich genommen neue Textur, Farbe. Wählen wir uns ein Bild, weil ich hatte nämlich ein ganz. Nicht auf Bilder, sondern auf. Okay. Texturen, Metall hatte ich das hier genommen, was ganz cool war. Dann hatte ich noch Relief genommen. Auch nochmal dasselbe. Und das dann völlig auf 100 Grad geht. Was ich persönlich cool finde. Und jetzt, da das Nummer 1 ist, also wenn ihr das ändern wollt, dann geht ihr auf die Textur hinten, dann geht von UV Mapping, drückt ihr drauf, was ihr haben wollt. Also in dem Fall, wir haben eine Fläche und deswegen wäre praktisch, wenn ihr da Flächen mappt. Ja, nee, okay. Der Vollzeigeffekt, wenn wir auf Quader Mapping gehen. Das fand ich ganz cool, weil das rendern wir mal ganz kurz. Ja, hatte ich sowas gemacht. Ich fand es auch ganz interessant. Beziehungsweise ihr könnt es auch. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auf die Projektion ändern, könnt ihr auch auf UV Mapping wieder gehen und habt es nur eins. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte was anderes genommen und zwar, ich hatte jetzt neue Textur. Bild hatte ich, Bild geladen, bin ich auf meinen Desktop gegangen und habe mir einfach das Bild genommen, was wir schon hatten. Und zwar, ich hasse das, ich hoffe, das ist das, naja, so, Edi. Und bin dann auf Relief müsste jetzt, ja, gehen wir mal auf Relief. Ich bin jetzt glaube ich nicht auf Relief, aber könnt ihr machen wie ihr wollt. Bild ja laden und dann auf wieder unser Edi-Bild. Manchmal zeigt er mir das nicht an, ich habe keine Ahnung warum. Und dann ziehen wir uns das auch auf und so haben wir unser kleines schönes Bildchen. Was ich auch ganz nett fand auf jeden Fall. Ihr könnt es jetzt auch nochmal ändern. Ihr könnt es, wenn euch das lieber ist,
dann könnt ihr das, wie ich gerade gemacht habe, auf Quarter Mapping und habe halt ganz viele hier. Ich weiß nicht, gefällt mir jetzt nicht so, ich mag lieber eins und gehe auf View Remapping. Danach hatte ich da ein bisschen drauf gegangen und hatte noch die Spiegelung ein bisschen gemacht, damit das es halt gut aussieht. Nicht so hoch, meinetwegen auf 10. Genau, und hatte so und dann einfach gerendert. Beziehungsweise was ich gemacht habe jetzt, ich glaube meins war nämlich auch kleiner, das war erst meine Anfangsidee, aber ich habe es jetzt ein bisschen klein gemacht, ist, weil das ist natürlich ziemlich groß, ist jetzt quasi, ihr könnt jetzt auf euren Shader gehen und könnt ihr hier auf Wiederholungen, also quasi erstmal auf Projektion, auf Quader gehen, dann habt ihr halt ganz viele und jetzt könnt ihr auf die Wiederholung 0 gehen, also auf, schön, nicht 1, ja, zapp, 1 gehen und dann auf auch anderen, sonst ist es nach oben hin viele, also auch nur 1 gehen. Und dann habt ihr schon sowas hier. Ich hatte jetzt, muss ich gestehen, weil ich will jetzt nicht die Story schon eine halbe Stunde, ich will jetzt nicht so lang machen, hatte ich dann eine neue Textur genommen und einfach mal raufgeklatscht und dann das verschobene Shader. Also quasi meins war eine PNG-Datei und ein PNG hat ja keinen Hintergrund. Und daher, wenn ich das lösche bei mir, ist es halt alles grau und nur uns ist weiß. Und daher habe ich da einfach eine weiße Farbfläche genommen und die dann einfach darauf geklatscht. Ne? Und das als obere Ebene. Jetzt ist natürlich das Ding, ich will es halt jetzt nicht übertreiben, ist, ihr solltet euch im Internet eine größere Datei suchen. Das ist SSD, die ist jetzt, das war ja im Internet, ich glaube 220 oder 230 mal irgendwas. Ich hatte eine PNG gefunden, das war irgendwie HD. Sucht aber mal euer Glück, weil dementsprechend ist halt sehr klein oder halt sehr groß. Aber an sich war es das soweit und ich hoffe, ihr konntet was lernen. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich dachte, so ein kleiner Abriss wäre eigentlich so eben mal gemacht, in 10 Minuten oder so. Aber ich hoffe, ihr konntet doch was mitnehmen und es hat euch gefallen. Und wenn ihr gerne mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch oder gebt einen Daumen nach oben oder teilt einfach meine Sachen, die ich so mache. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier mit einem neuen, coolen Tutorial für euch. Und zwar mal, mich hatten einige angefragt wegen dem Lichtschwert. Also ich hatte jetzt ja mal ein Speedrun gemacht und mich hatten einige gefragt, kannst du denn mal ein Tutorial machen?